Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Wir schaffen das. An dem Credo von Kanzlerin Merkel in der Flüchtlingspolitik hatte sich monatelang vor allem die CSU gerieben. Zurzeit kommt Gegenwind aber eher vom anderen Koalitionspartner, der SPD. Deren Vorsitzender Gabriel hat der Union und der Kanzlerin vorgehalten, Herausforderungen unterschätzt zu haben. Die CDU widersprach Gabriel heute nach einer Präsidiumssitzung in scharfer Form. Auch ein Indiz für das gestörte Klima im Regierungsbündnis. Gewählt wird zwar erst im Herbst 2017, doch die Koalitionspartner SPD und CDU haben schon jetzt den Vorwahlkampf eingeläutet. Der CDU-Generalsekretär attackiert heute SPD-Chef Gabriel und dessen Aussagen zur Flüchtlingspolitik. Sie sind nicht nur eine bodenlose Unverschämtheit, sondern in der Sache auch noch falsch. Wir haben gesagt, wir schaffen das. Und dieses Wir schaffen das folgt seit dem Parteitag im Dezember letzten Jahres einem klaren Plan. Scharfe Töne. Gestern hatte Gabriel der Union vorgeworfen, die Flüchtlingskrise unterschätzt zu haben. Da war immer nur der Satz, wir schaffen das. Aber welche Voraussetzungen braucht man, das zu schaffen? Darüber ist viel zu lange geredet und es ist bekanntermaßen so, dass ich mich darüber total geärgert habe, dass man mit der Union, unserem Partner, immer ein Jahr lang rumstreiten musste, bis wir das erste Geld für Integrationsmaßnahmen hatten. Das wies auch Angela Merkel im ARD-Sommerinterview zurück. Man habe in der Koalition immer alles gemeinsam beschlossen. Ob sie 2017 als Kanzlerkandidatin antreten werde, das, so Merkel, werde sie zu gegebener Zeit erklären. Die SPD sieht darin ein Zeichen der Schwäche. Offensichtlich hat die amtierende Kanzlerin nicht die Unterstützung ihrer Parteien für eine erneute Kanzlerkandidatur. Ob sie Kandidatin werden kann oder nicht, hängt offenbar von den Gnaden eines Horst Seehofer ab. In der CDU-Spitze heißt es dazu, Merkel sei die richtige Kandidatin und man hoffe, dass sie die gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU werde. Dass der Bundestagswahlkampf langsam heraufzieht, das zeigt sich auch bei der Steuerpolitik. Die Staatskasse ist gut gefüllt, weil die Wirtschaft läuft und viele Menschen Jobs haben. Stoff für die Wahlprogramme der Parteien. Die Union will, nach allem, was man hört, mit dem Versprechen von Milliarden Steuerentlastungen punkten. Vehementer Widerspruch kommt da von den Grünen. Für sie sollen Investitionen in Umwelt, Bildung und Infrastruktur Priorität haben. 18,5 Milliarden Euro mehr hat der Staat im ersten Halbjahr eingenommen, als er ausgegeben hat. Die Steuergelder fließen reichlich dank guter Beschäftigung und Konjunktur. Was damit tun? Steuern senken, mehr investieren, Schulden abbauen. Für den Wahlkampf laufen die Parteien sich in dieser Frage schon mal warm. Ich rate dazu, dass man die Steuereinnahmen nicht nur nutzt, um jetzt mal mit dem Füllhorn durchs Land zu gehen, sondern auch an das Morgen, an das Übermorgen denkt. Also statt Steuerentlastung Investitionen, etwa in Ganztagsschulen und Kindergärten. Eigentlich liebäugeln die Grünen und die CDU ja mit einer möglichen Koalition nach der Wahl. In Steuerfragen liegen sie aber weit auseinander. Wir wollen die Familien entlasten und die unteren Einkommen in einer Größenordnung von etwa 15 Milliarden Euro. Die Zahl ist mit dem Bundesfinanzminister abgestimmt. Die SPD will vor allem die Geringverdiener bei den Sozialabgaben entlasten. Die schwarz-grüne Dissonanz spießt sie genüsslich auf. Schwarz-grün oder nicht, da müssen die Grünen sich jetzt entscheiden, ob sie dem konservativen Kurs von Kretschmann folgen möchten oder nicht. Und sich entscheiden, ob sie eine progressive Partei bleiben wollen oder einen neoliberalen Kurs à la FDP einschlagen möchten. Auch wenn Schwarze und Grüne derzeit miteinander flirten, bei der Steuerdiskussion liegt Rot-Grün enger beieinander. Außenminister Steinmeier hat die Spannungen zwischen Russland und dem Westen im Blick. Seine Sorge, eine für alle gefährliche neue Rüstungsspirale. Als Ausweg sieht der SPD-Politiker einen Neustart bei der Rüstungskontrolle. Denn derzeit ist, was konventionelle Waffen angeht, in Europa nichts mehr geregelt. Das letzte Abkommen hatte Russland 2007 ausgesetzt. Heute auf der Botschafterkonferenz in Berlin hat Steinmeier seinen Vorstoß bekräftigt. Viel Gesprächsbedarf auf der Konferenz aller deutschen Botschafter in Berlin. Steinmeiers jüngste Vorstöße in Sachen Abrüstungs- und Entspannungspolitik wie eine stärkere Kontrolle beim Kauf neuer Waffensysteme sorgen für Unbehagen bei den osteuropäischen EU- und NATO-Partnern.
Die NATO ist kein Schönwetterbündnis und handelt gerade in Krisenzeiten gemeinsam als Signal nach außen. Wenn NATO-Truppen in Polen und den baltischen Staaten präsent sind, werden hier Europas Grundwerte verteidigt. Der deutsche Außenminister kennt die Vorbehalte und Sorgen der Osteuropäer vor dem russischen Nachbarn, bleibt aber bei seiner Position, der Dialog mit Russland, so Steinmeier, sei für ein belastbares Verhältnis gemeinsamer Sicherheit notwendig. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass wir auch da, wo die tiefen Gräben zwischen Ost und West in den letzten Jahren sichtbar geworden sind, und sie sind wieder tiefer geworden, wir trotzdem an dem Versuch festhalten müssen, Brücken zu bauen. Am Donnerstag will Steinmeier sein Abrüstungskonzept beim OSZE-Außenministertreffen in Potsdam präsentieren. Schon heute um 20.15 Uhr aber muss er in der ARD-Farbe bekennen. Zum Aktienhandel jetzt zu Stefan Wolf in Frankfurt, wo heute mal wieder das Öl für Gesprächsstoff sorgt. Eigentlich war in letzter Zeit ja von einem Wiedererstarken des Ölpreises die Rede. Das hat sich jetzt aber geändert. Was ist der Grund dafür? Nun, Ende September tagt die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder. Und dieses Treffen wirft lange Schatten voraus. Denn Saudi-Arabien, einer der Meinungsführer dieses Kartells, hat signalisiert, dass man wohl die Fördermenge Öl nicht kürzen werde. Und genau darauf hatten aber sehr viele, die mit Öl handeln, spekuliert, dass das Kartell das Ölangebot verknappt, um eben den Preis anzuheben. Und diese Spekulation sorgt eigentlich schon seit Jahresanfang für einen Aufschwung beim Ölpreis. Seit Jahresbeginn hat Öl 32% zugelegt. Heute ein Dämpfer, 1,4% weniger, bei 49,21 Dollar Öl der Nordseesorte Brent. Und nicht wenige Beobachter sagen, dass dieser Dämpfer auch etwas nachhaltiger sein könnte. Den Autofahrer freut's, den Anleger ärgert es zum Teil, denn billigeres Öl bedeutet, dass auch viele Ölfirmen in die Bredouille kommen könnten. Und das belastet heute leicht den deutschen Aktienindex. Der DAX heute mit einem kleinen Minus von 43 Punkten oder 0,4% bei 10.545 Punkten. Es ist ein relativ gemächlicher Wochenauftakt hier. Stefan Wolf, Dankeschön. 6 Monate nach der Messerattacke einer Jugendlichen auf einen Polizisten im Hauptbahnhof von Hannover hat die Bundesanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Wegen versuchten Mordes und der Unterstützung einer ausländischen Terrorvereinigung. Für sie ist klar, Safia S. wollte den Polizisten töten im Auftrag der IS-Terrormiliz. Die Beschuldigte hatte den 34-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihn lebensgefährlich verletzt. Im Südjemen hat ein Selbstmordattentäter mehr als 50 Menschen mit in den Tod gerissen. Der Anschlag wurde in der Hafenstadt Aden verübt. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt, als der Täter auf einem Militärgelände sein Fahrzeug, das mit Sprengstoff beladen war, in die Luft sprengte. Ziel war ein Rekrutierungszentrum der Armee. Die IS-Terrormiliz erklärte sich für die Tat verantwortlich. In Brüssel ist in der Nacht ein Brandanschlag auf das Kriminologische Institut verübt worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm 5 Verdächtige fest. Die Tat habe vermutlich keinen terroristischen Hintergrund, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Medien hatten zunächst von einer Bombenexplosion berichtet. In dem Institut werden unter anderem Spuren von Tatorten und Verdächtigen ausgewertet. In Brasilien berät der Senat über die Amtsenthebung der suspendierten Präsidentin Rousseff. Dazu hat die 61-Jährige heute vor der Kammer persönlich Stellung genommen. Sie wies alle gegen sie erhobenen Anschuldigungen zurück und erklärte, sie habe einen Rücktritt abgelehnt, weil sie sich Demokratie und Gesetz verpflichtet fühle. Rousseff wird unter anderem zur Last gelegt, den Staatshaushalt manipuliert zu haben. Heute Morgen, 9 Uhr Ortszeit, die suspendierte Präsidentin Brasiliens fährt beim Senat vor. Der vorletzte Akt im langwierigen Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff. Jubelnd wird sie von Parteigenossen empfangen, während im Senat alle gespannt auf ihre Verteidigungsrede warten. Die Stellungnahme gegen die Vorwürfe, sie habe illegale Haushaltstricks angewandt und am Kongress vorbei Kredite bewilligt, um die angespannte Haushaltslage zu vertuschen. Ich bin gekommen, um Ihnen in die Augen zu schauen und Ihnen ganz ruhig und ohne Angst zu sagen, dass ich nichts zu verbergen habe. Ich habe keine Verbrechen begangen. Nichts von dem, was mir hier vorgeworfen wird. Auf der Tribüne verfolgt Amtsvorgänger Lula ihre Rede. Er hatte noch versucht, Senatoren auf die Seite der seit 13 Jahren regierenden Arbeiterpartei zu ziehen.
Deren Anhänger demonstrieren derweil im Regierungsviertel, obwohl die notwendige Zweidrittelmehrheit im Senat für die Amtsenthebung sicher scheint. Hoffnung habe ich eigentlich keine mehr. Leider ist das wohl ein verlorener Kampf. Aber wir müssen trotzdem auf uns aufmerksam machen. Die Vorwürfe gegen unsere Präsidentin haben keine Basis. Vielleicht ändern ja noch einige Senatoren ihre Meinung. Danach sieht es nicht aus. Spätestens Mittwoch soll über Rousseffs Absetzung abgestimmt werden. Big Brother auf wissenschaftlich. Nur diesmal kein Wohncontainer im Live-Fernsehen, sondern ein kleines Kuppelhaus in unwirtlicher Vulkanlandschaft. Auf Hawaii mussten 6 Forscher auf engstem Raum ein Jahr lang zusammenleben und arbeiten. Als Probelauf für einen längeren Aufenthalt auf dem Mars. Bei dem von der NASA finanzierten Projekt stand, ähnlich wie bei Big Brother, eine Frage im Vordergrund. Wie kommen die Teilnehmer miteinander zurecht? 4, 3, 2, 1. Nach einem Jahr endlich wieder an der frischen Luft. Die 6 Wissenschaftler der High Seas Mission konnten am Morgen ihre simulierte Marsstation auf Hawaii verlassen. High Seas ist ein Beispiel für internationale Zusammenarbeit bei der Forschung, initiiert von der Universität von Hawaii. Es ist wirklich aufregend, die Crew zurück auf der Erde begrüßen zu können, nach einem Jahr auf dem Mars. Vor allem über frisches Obst freuten sich die Forscher heute. Unter ihnen auch eine Frau aus Deutschland. Christiane Heinicke ist Physikerin und hatte sich erfolgreich für die Mars-Mission beworben. Das heißt, ein Jahr Leben in Isolation. Eines der Ziele, herausfinden, wie die Teams für eine Mars-Mission zusammengestellt sein müssen. Die Forscher wurden rund um die Uhr beobachtet und befragt, Kontakte zu den Familien nur per E-Mail. Highlights waren die Außeneinsätze auf brüchiger Lava rund um den höchsten Vulkan der Erde. Eine unwirkliche Region wie auf dem Mars. Doch die meiste Zeit verbrachten die Forscher eingeengt in ihrem Habitat genannten Station. Am meisten habe ich in der Isolation oder vielmehr im Habitat vermisst, einfach nur geradeaus gehen zu können. Mehr als 10 Meter, bis die Habitatwand vor uns war. Jetzt, da ich endlich wieder draußen bin, kann ich so viel herumlaufen, wie ich möchte. Christiane Heinicke würde gerne an einer echten Mars-Mission teilnehmen. Doch die soll, so die Planung der NASA, erst nach 2030 starten. Und das Wetter steht jetzt im Mittelpunkt. Nach der Hitzewelle folgt die Abkühlung. Wie sich die Temperaturen morgen entwickeln, erfahren Sie hier in unserem Wetterbericht. Heute Nacht gibt es vor allem an den Alpen noch teilweise kräftige Gewitter. Auch in Küstennähe zeitweise Wolken, aber trocken. Sonst klart es vielerorts auf. Morgen meist freundlich, besonders in der Mitte sonnig. Im Norden und Süden auch mal wolkig, aber Schauer sind eher die Ausnahme. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten und im südlichen Bergland auch frisch. In der Mitte, wo es heute Nacht längere Zeit klar ist, nur einstellige Werte in Niederbayern dagegen bis 17 Grad. An der See morgen bei auflandigem Wind um 20, im Südwesten bis 28 Grad. Soweit die neuesten Entwicklungen. Jetzt gleich geht es hier weiter mit Brisant. Und um 20 Uhr bringt sie die Tagesschau dann wieder auf den neuesten Stand. Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen.